Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben und willkommen zurück zu einem neuen Testvideo. Und ja, vor kurzem habe ich ja schon einen Testbericht geschrieben zu Hidden Agenda und jetzt auch endlich das Testvideo. Hidden Agenda ist erschienen am 22. November 2017 exklusiv für die PlayStation 4. Das Ganze wurde entwickelt von Supermassive Games und ist ein Playlink-Thriller. Was Playlink genau ist, dazu würden wir dann später noch einmal kommen. Doch erstmal kommen wir doch erstmal zu der Story. In dem Playlink-Thriller von Supermassive Games begleiten wir die Polizistin Becky Marnie und die Staatsanwältin Felicity Graves auf der Jagd nach einem Serienkiller, der unter dem Namen Trapper sein Unwesen treibt. Dieser Serienkiller präpariert seinen Opfer nämlich mit Explosionsfalle, daher auch der Name halt Trapper. Am Anfang des Spiels wird der verdächtige Jonathan Finn von Polizistin Marnie und ihrem Kollegen festgenommen, also das, was halt im Tutorial passiert. Und ja, dieser Jonathan Finn gesteht alle Morde und landet dabei in der Todeszelle. Doch nach 5 Jahren gehen die Morde trotzdem immer weiter. Und Finn, der halt immer noch in der Todeszelle sitzt und bald hingerichtet werden soll, ja, beschuldigt nun jemand anderes, es getan zu haben. Im Punkt Story kann der Titel sehr gut erstmal überzeugen, doch es gibt leider einige Logiklücken und die Story bietet im Hinsicht nichts Neues. Also das haben wir schon mehrfach erlebt in diversen Kinofilmen und des Weiteren. Aber trotzdem kann die Story immer überzeugen, weil sie halt auch immer spannend bleibt. Und es wird trotzdem, auch wenn man halt dieses Story-Schema schon kennt, nicht gerade leicht sein, den Serienkiller zu schnappen. Es kommt nämlich immer darauf an, wie ihr euch entscheidet, und da der Titel nur eine Länge von knapp und so 2 Stunden hat, ist der Wiederspielwert von Hidden Agenda sehr hoch. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie einen Kinofilm, den man sich immer wieder angucken kann, und natürlich, man kann immer seine eigenen Entscheidungen treffen. Und daher, mit knappen 2 Stunden ist das Spielgeschehen zwar nicht so lang, kann aber trotzdem überzeugen, weil der Wiederspielwert einfach da ist. Und des Weiteren bietet der Titel am Anfang ein sehr gutes Tutorial, welches die Steuerung über die Hidden Agenda App sehr gut erklärt, weil gute Tutorials gehören natürlich in guten Spiel auch mit rein. Wie schon erwähnt, der Titel bringt mit seiner Geschichte nichts Neues auf dem Bildschirm, trotzdem kann der Playlink-Thriller im Punkt Story aber überzeugen, weil nicht nur, wie schon erwähnt gerade, die Story immer spannend erzählt wird, sondern auch der Wiederspielwert einfach da ist. Und nun kommen wir auch einmal zur Grafik. Die Grafik von Hidden Agenda wirkt ziemlich gut. Alle Mimiken der Charaktere werden sehr detailliert dargestellt und das wirkt alles sehr atmosphärisch. Doch leider gibt es von der Kamera her hier und da ein paar kleinere Ruckler. Diese fallen aber kaum ins Gewicht und behindern den Spieleinfluss in keinster Weise. Im Punkt Grafik kann der Titel schon sehr gut überzeugen, auch wenn es kleinere Fehler gibt. Ich persönlich finde aber, Punkt Grafik. Supermassive Games hat ja auch das Spiel Until Dawn entwickelt und Until Dawn, da war die Grafik ein kleines bisschen besser, finde ich persönlich, als jetzt in Hidden Agenda. Daher kann der Titel zwar im Punkt Grafik trotzdem überzeugen, doch man hätte hier einiges besser machen können auf alle Fälle. Nun kommen wir aber zum besonderen Playlink-Gameplay von Hidden Agenda. Die Besonderheit von Hidden Agenda ist das Gameplay, weil diesen Titel spielt ihr nicht mit dem normalen PlayStation 4 Controller, sondern mit eurem Smartphone. Die Entscheidungen des Spiels können über die Hidden Agenda App mit einem Fadenkreuz auf dem Fernseher sehr einfach ausgewählt werden. In der Testphase kam es bei der App zu keiner Verzögerung. Da alles über ein Smartphone-App geht, könnt ihr diesen Titel alleine oder auch mit bis zu 6 Spielern gleichzeitig spielen. Und daher auch hier wiederum der Punkt vom Wiederspielwert sehr groß, und es gibt auch den Wettkampfmodus. In diesem Modus müsst ihr zusätzlich immer wieder Geheimaufträge lösen und Punkte sammeln, mit euren Freunden zusammen. Die Hidden Agenda App gibt es kostenfrei für Android-Smartphones im Play Store und für Apple-Geräte natürlich bei iTunes. Hidden Agenda muss man sich also so vorstellen, ist ein ganz normaler Film, der einfach abläuft und ihr könnt entscheiden, was als nächstes passieren soll. Es gibt natürlich auch hier und da einige Quicktime-Events, die man lösen kann.
frei bewegen, wie bei Until Dawn, kann man sich aber leider nicht. Das heißt, man kann sich nicht umsehen oder umschauen halt oder irgendwelche Daten einsammeln oder halt des Weiteren. Trotzdem kann dieses neue Playlink-Gameplay aber sehr gut überzeugen. Und Fans von interaktiven Filmen oder auch von Until Dawn werden ihre Freude daran haben. Und Spieler, die sich jetzt mit PlayStation-Spielen nicht so auskennen oder überhaupt gar keine Zocker sind, können dieses Spiel trotzdem spielen, weil, wie gesagt, das läuft alles über ein Smartphone und deswegen ist es auch ein klasse Einsteigerspiel. Und nun kommen wir einmal zum Sound. Die Deutschen sind Thronstimmen, können zu jeder Zeit überzeugen und die Musik untermalt die Atmosphäre noch zusätzlich perfekt. Somit kann der Titel im Punkt Sound wirklich überraschen und die Sounds wirken wirklich kinoreif. Leider aber kann es vorkommen, dass der Sound zwischendurch leicht hängt und sogar versetzt wiedergegeben wird. Das heißt, erst kommt das Bild und danach kommt, ja, wird gesprochen erst. Ist natürlich nicht so schön das Ganze, dieses Problem kommt aber nur kaum vor und fällt somit auch kaum ins Gewicht. Und ja, das war es auch schon im Punkt Sound. Und jetzt kommen wir einmal zum Gesamtbild, und zwar das Fazit. Hidden Agenda macht zwar sehr vieles richtig, trotzdem gibt es hier und da aber auch noch Verbesserungsmöglichkeiten. Die Geschichte wird sehr gut erzählt, obwohl die Geschichte an sich nichts Neues bietet und das Gameplay kann man seiner Smartphone-Funktion auch nicht Spielern in den Playlinks wieder eintauchen lassen. Somit kann der Titel auch mit kleineren Fehlern sehr gut überzeugen und Fans von, wie gesagt, interaktiven Filmen oder auch von Until Dawn, wie schon erwähnt, werden ihre Freude daran haben. Man hätte mehr aus dem Spiel machen können, das ist schon richtig, aber trotzdem für einen Preis von 19,99 € darf man sich dieses Spiel einfach nicht entgehen lassen. Ne? Es macht Spaß, man kann es bis zu 6 Spielern spielen und Spieler, die vorher noch nie einen Controller in der Hand hatten, ne, sondern bloß Flappy Birds gespielt haben oder was anderes, können dieses Spiel auf jeden Fall auch spielen. Und daher ist das Spiel auch eins der besten interaktiven Krimi-Geschichten, die ihr auf der PlayStation 4 finden könnt und hat von mir 8 von 10 Punkten bekommen. Und ja, das war's auch schon heute mit dem Testvideo zu Hidden Agenda. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Video liken und kommentieren das Ganze. Unten in der Videobeschreibung ist nochmal der schriftliche Testbericht drin und oben im Info-Button, da ist er natürlich auch nochmal versteckt und da gibt es auch nochmal den Link zu meiner aktuellsten Homepage. Ja, da gibt es Spiele, News, Testberichte, Specials, Previews, Reviews und so weiter und so fort. Und ja, ich sag von hier aus Tschüssikowski, bis dann, bis zum nächsten Mal bei Gaming of Ben. Und bis dahin natürlich immer schön weiter zocken, bleibt in Zukunft immer schön flauschig und ja, haut rein. You ready for this? Of course I'm ready. Wham! Trapper strikes again. You're on death row. Did you forget that? For crimes I didn't commit. Did you forget that? What do you think? You check upstairs. I got this floor. Becky? God damn it, where are you? I'm going in alone. Tell me the truth. I did not kill anybody. Hey! What's going on?